Für heute habe ich eine Maske mitgebracht. Dieses Modell hat mich viele, viele Wochen begleitet. Ich habe eine solche Maske auch aufgesetzt bei der Spendung von Firmungen oder bei anderen Gottesdiensten und Ereignissen. Und auf dieser Maske steht: Gottes Geist macht stark. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da steckt Programm mit dahinter. In diesen Tagen sind wir vor Überraschungen allerdings niemals sicher. So wird es ab Montag wieder eine Neuerung geben, gerade im Hinblick auf unsere Mund-Nasen-Bedeckung. So eine Alltagsmaske sollten wir dann lieber weglegen beim Einkaufen oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und auch für unsere Gottesdienste rate ich dringend an, auf eine andere Mund-Nasen-Bedeckung hinzuweisen und sie auch, wenn irgendwie möglich, zu gebrauchen, nämlich die FFP2-Maske. Ich bin kein Spezialist und möchte mich über Qualität nicht äußern. Aber ganz, ganz wichtig ist mir, dass wir über unsere Freiheit nachdenken, nämlich meine eigene Freiheit endet dort, wo die Gefährdung, ja auch subjektiv die Angst des anderen anfängt. Und deshalb möchte ich mich mit meiner Maske nicht nur selber persönlich schützen, ich möchte auch niemand anderen gefährden. Ich selber als Bischof habe mir vorgenommen, meine Kontakte noch mehr zu reduzieren, ganz, ganz aufs Wesentliche. Kontakte, Begegnungen reduzieren, aber auf Beziehungen nicht verzichten. Im Gegenteil, nach Lösungen suchen, wie ich diese Beziehungen noch vertiefen kann. Ich lade Sie ein, immer wieder mal in die Natur rauszugehen, zum Telefonhörer zu greifen, E-Mails zu schreiben und auch mit Gott in Beziehung zu treten. Ein schönes Gebet, das ich mir immer wieder sage, auch wenn mich manchmal was aufregt, das lautet: Schweigen möchte ich, Herr, und auf dich warten. Machen Sie es sich zu eigen. Schweigen möchte ich und auf dich, Herr, warten. In diesem Sinne lege ich jetzt diese Maske weg und werde in Zukunft noch mehr mit FFP2 Mund-Nasen-Bedeckung mich in die Gottesdienste begeben und auch Gespräche führen. Musik.